Hallo Freunde, hier ist mal wieder euer Forest Piper. Heute mal wirklich wieder stilecht im Forest, denn heute seht ihr wieder neue Messer. Ihr habt es natürlich in der im Videotitel schon gelesen. Es geht um zwei neue Messer von Wolfgangs. Ja, und was soll ich sagen? Es hat es mir angetan. Aber der Reihe nach, worum es genau geht, es geht um das W-Mini. Ich habe nicht nur ein W-Mini, sondern gleich zwei W-Mini hier. Ihr seht schon, es gibt wieder verschiedene Farben. Was genau steckt drin, was genau steckt dran, das schauen wir uns jetzt an. Wenn man das Messer in Augenschein nimmt, fällt einem sofort ins Auge, dass es recht klein ist. Okay, der Name W-Mini deutet es zart an. Ja, es handelt sich hier um ein, wie ich es persönlich nenne, Kompaktmesser. Ja, so nenne ich sowas immer. Sprich, es ist feststehend, aber eben kein Outdoor- oder Survival-Messer mit 10,5 cm Klingenlänge oder sowas. Es ist aber auch kein kleines Taschenmesserchen, sondern es ist ein feststehendes Messer mit einem recht normal dimensionierten Griff, wie ich finde. Ja. Ich habe wie gesagt relativ große Hände, aber ich kann es gut greifen, wirklich gut. Es verschwindet zwar komplett in der Faust, aber ja, also es ist wirklich gut zu greifen. Was einem natürlich sofort ins Auge fällt, ist die kurze Klinge. Ich habe nachgemessen, wie lang sie ist, habe es aber wieder vergessen. Das werde ich dann hier unten jetzt reinschreiben. Ist natürlich, sieht man sofort, 42A konform, überhaupt kein Problem. Das sind natürlich keine 12 cm Klingenlänge. Ich weiß nicht, warum ich meinen Fokus heute nicht mag. Er will immer den Boden scharf stellen und nicht das Messer. Wer sich mit Messern über die Jahre beschäftigt hat, dem kommt ein Messer, wenn er das hier sieht, unweigerlich in den Sinn. Und das ist Mora Eldris. Es muss sich, finde ich, den direkten Vergleich mit dem Mora Eldris gefallen lassen, weil ich finde, die Ähnlichkeit ist schon sehr auffällig. Aber ich will darauf nur kurz eingehen. Das Mora Eldris habe ich nicht, aber ich habe es mal ein paar Mal hergenommen, ein paar Mal benutzt. Und ich muss sagen, es gab bei Mora Eldris immer nur zwei Dinge, die mich gestört haben. A, der Griff war nur so ein harter Plastikgriff, war zwar griffig, aber eben nicht wirklich bequem. Und zweitens, es gab kein Lanyard Hole. Tja, und ihr werdet ganz klar sehen können, wohin ich zwischen diesen zwei Messern tendiere. Und zwar natürlich zum W-Mini, ganz einfach deswegen, weil wir hier wieder einen gummierten Griff haben. Der ist ein bisschen softer, ein bisschen weicher, wahnsinnig griffig, hat hier eine wunderschöne Griffkuhle für den Zeigefinger. Kein Jimping haben wir hier. Das hier, das ist nur so eine kleine Vertiefung im Klingenrücken. Ihr könnt es auch schon lesen. D2 Stahl. Über den Stahl werde ich keine großen Worte verlieren. Warum nicht? Es gibt Leute, die lieben D2 Stahl. Es gibt Leute, die finden den minderwertig. Ich sage, der ist gut, aber ich will da jetzt keine Stahl-Diskussion lostreten. Ja. Hier ist, wie gesagt, eine kleine Klingen-Vertiefung. Das hier oben, das ist nur eine Fehlschärfe, das ist hier nur schmaler geschliffen, aber nicht scharf hier oben. Jimping ist auch kein Star, was mich persönlich sehr freut, weil ich bin immer so ein Jimping-Gegner. Ich finde das immer, ja, wenn ein Jimping dran ist, dann ist es meistens so hart, dass es schon fast weh tut beim Benutzen. Schauen wir uns nochmal im direkten Vergleich das zweite an, das ich dabei habe. Das gibt es nämlich auch nochmal in Schwarz, das Ganze. Ihr seht schon wieder verschiedene Farben.
Und hier haben wir eine in Anführungsstrichen normale Klinge. Es ist genau das gleiche Messer quasi, nur halt kein Stonewash-Finish. Und die Klinge ist einfach nur glatt oben ohne Vertiefung. Ja. Ansonsten Maße und Funktion an diesem Messer ist genau gleich. Reverse Grip auch gut machbar. Ja, schauen wir uns noch die Scheide an von dem ganzen Ding. Ja. Muss mal schauen, ich will jetzt absichtlich mal die grüne Scheide wieder hernehmen. Das ist eine Kunststoffscheide. Verarbeitung ist gut, kannst du überhaupt nichts sagen. Solide verschraubt, schön leicht, trotzdem sehr stabil. Hier ist noch ein kleines Loch, da das Regenwasser rauslaufen kann. Sehr durchdacht, wie ich finde. Schön schlank. Ja. Also hier trägt nichts auf. Ihr seht auch schon, wie das Ganze zu befestigen ist, aber dazu später noch mehr. Das ist jetzt in dem Video dann später noch ein größeres Kapitel, dieser Gürtelclip, darüber reden wir noch. Können natürlich auch Taglocks angeschraubt werden, etc. Man kann es natürlich wie ein Neckknife tragen, hier Paracord durch und umhängen. Aber auch dazu später noch mehr. Jetzt wollen wir das Messer doch mal in Aktion sehen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Tests, die ich mit diesem Messer hier und heute nicht machen werde. Ein paar Tests, die ihr normalerweise von mir kennt. Zum Beispiel das Betoning, also ein Holzspalten, das Messer werfen und so weiter, weil das muss ich nicht testen. Ich kann schon sagen, das Ding, das wird nicht spicken. Das ist A, zu leicht und B, viel zu grifflastig. Ja. Das ist für mich eher so ein Camping-Schnitz-EDC. Das ist nämlich das, wofür es in meinen Augen und meiner Erfahrung nach wirklich gut sein müsste, ist Schnitzen. Feines Carving. Ja. Das werden wir, das ist kein Brecher, kein, damit wird nichts gespalten, Feuerholz im großen Stil. Nein. Ja. Das ist ein kompaktes, kleines, am Rucksackgurt vielleicht sogar, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, am Rucksackgurt befestigt. Aber jetzt gucken wir mal an, wie sich es dem Holz gegenüber verhält. Und auch Hacken ist natürlich mit so einem kleinen Messer totaler Schmarrn. Da ist kein Gewicht dahinter. Das kann nicht hacken. Ja, du brauchst zum Hacken ein relativ großes Messer, was klingenlastig ist. Und das haben wir hier nicht, schlicht und einfach. Ja. Es ist definitiv ein kleines, aber gut scharfes, handliches Schnitz- und Handwerksmesser für präzise Schnitte. Ja? Und man sieht, dass es richtig schön tief ins Holz beißt. Ich brauche jetzt hier auch nicht besonders viel Kraft. Ja? Da kann man richtig schön, schaut euch das an, kann man richtig schön was wegschnitzen. Ja? Es ist ein Schnitzer, es ist ein Schneider, ein Beißer. Ja? Ja, das funktioniert ganz hervorragend. Schauen wir mal, ob wir noch was ein bisschen Kürzeres hier finden, was wir vielleicht noch mal anspitzen können. Ja, das ist gut. Schaut sich das an. Hier liegt leider irgendwie immer nur so Kleinzeug rum. Ein bisschen schwer mit der Kamera vor den Händen, also hinter den Händen. Ja, gut, aber dafür ist es halt gedacht. Ja, also das ist ein feiner Schnitzer, schönes, feines Carving-Tool. Und es macht es natürlich auch innerhalb von ein paar Sekunden
habe ich hier eine, ja, was weiß ich, Speerspitze oder die Deadman's Fingers, wie Bear Grylls sagen würde. Funktioniert natürlich super. Ja. Also das ist ganz klar das Ziel von diesem Messer. Ja. Ein kurzes, handliches Schnitz- und Schneidwerkzeug, mit dem man gut manövrieren kann. Keine übermäßig lange Klinge. Dann ist es wieder schnell verpackt und in der Hosentasche verschwindet es wieder in der Rucksacktasche. Mini eben. Ja. Jetzt kommen wir wieder mal zu den Unterschieden der beiden Klingenformen. Ihr seht ja schon, ja. Die Klingen sind unterschiedlich. Ja. Einmal haben wir hier diese Vertiefung im Klingenrücken und hier oben diese Fehlschärfe. Das haben wir halt hier bei dem Schwarzen jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Das ist einfach nur eine gerade oder halt leicht gebogene, es ist ein Drop-Point-Messer, ja, leicht gedroppter Klingenrücken. Und hier, ja. Mich persönlich stört diese Vertiefung hier ein bisschen, stören wäre zu viel gesagt, aber ich greife tendenziell mit meinem Daumen. Ja. Also wenn ich den Daumen auf den Klingenrücken lege, greife ich persönlich tendenziell immer ein bisschen weiter vorne wie die meisten. Also ich mache es nicht so, sondern ich tue meinen Daumen halt meistens so hin und da komme ich halt zufällig bei diesem Messer genau auf diese Kante drauf. Und das führt dazu, dass mein Knöchel hier, das Knöchelgelenk, sage ich mal, so ein bisschen ins Leere fällt hier. Deshalb ist diese Klingenform hier für mich nicht ganz so angenehm. Sie tut nicht weh. Ich kann mit der trotzdem arbeiten. Das ist nicht das Problem. Aber für mich al gusto wäre halt diese Form hier, mag ich lieber. Einfach unspektakulär. Basisklinge, fertig. Glatter, flacher Rücken. Richtig geile Kontrolle zum Schnitzen. Ihr habt noch was dabei beim Messer, und zwar einen kleinen, kurzen Feuerstahl an einem Paracord-Band, und an der anderen Seite sozusagen ist hier dieser Ring befestigt. Der hat sich jetzt kurz verhangen, so jetzt hat, ist hier dieser Ring befestigt mit diesen Zähnen. Das soll wohl so eine Art Notfall-Feuerstahl sein. Die Idee ist ganz cool, aber ich frage mich so ein bisschen, wie man den irgendwie halten soll. Also das irgendwie, ja, so, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, doch. Geht, ja. Man kann es auch vielleicht so halten, ja. Und dann über die ganze Länge. Ja, geht. Aber ich habe ein klein bisschen Furcht um meine Finger, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt da mal so einen großen Feuerstahl dafür nimmt stattdessen, das geht natürlich brutal, ja, klar. Aber das ist ein schöner kleiner Zusatz. Man kann sich's um den Hals hängen. Das ist in verschiedenen Farben natürlich wieder erhältlich. Die Frage ist jetzt aber, kann ich damit einen normalen, einen großen Feuerstahl zünden? Wir werden es natürlich testen. Fangen wir mal mit dem grünen Kollegen an. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo zündet man den? Ich probiere es mal hier vorne bei der... Ja, probieren wir es da hinten noch. Oh ja, das geht richtig gut. Geht richtig super. Ist durch dieses Stonewash-Finish, sieht man natürlich auch die Feuerstahlspuren nicht so stark. Hier kommt natürlich auch noch der schwarze Kollege. Ja, geht wunderbar. Ja, also da, der Klingenrücken ist locker scharf genug.
um das hinzukriegen. Kurz wieder sauber wischen, fertig. Ja, ja, Feuerstahlbedienung auch kein Problem. Einfach nur der Vollständigkeit halber werde ich jetzt mal probieren zu batonieren. Ja, auch wenn das natürlich bei so einem Messer, ja, es macht nicht wirklich Sinn, weil die Klinge halt sehr kurz ist. Aber ja, ihr seht, im kleinen Stil, da geht es trotzdem für so ganz, ganz kleine Hölzchen, für einen Hobokocher oder so, das funktioniert. Schauen wir uns noch kurz an, wie die Feathersticks funktionieren. Ja, und wie erwartet, schöne Löckchen. Dafür ist das Messer halt super. Ja? Also alles, was mit Schnitzen zu tun hat, schaut euch das an. Also damit kriegt ihr super Zunder auf die Reihe, weil es natürlich auch bockscharf ist. Ja, das muss man schon mal sagen. Auch ein bisschen gröber, kein Problem. Feathersticks, ja, funktioniert ganz wunderbar. Und dann habt ihr, wenn ihr das jetzt ein bisschen länger macht, nehmen wir mal den anderen Kollegen auch noch her, dass wir es mit dem auch noch gemacht haben. Was hat denn mein Fokus heute? Irgendwie will er heute nicht. Ja, das ist... Das ist natürlich... Dafür ist es gemacht. Ja. Es ist ein feines Messerchen. Aber sollte nicht, finde ich, nicht unterschätzt werden. Ja. Kann man richtig gut arbeiten mit dem Ding. So, und da kommen wir auch schon zum einzigen wirklich fetten Minuspunkt bei dem Ding. Weil man muss bei einem Messerkauf ja immer so ein bisschen auch das Hirn benutzen. Ja, das ist einfach so. Ich kann mir nicht dieses Messer kaufen und dann enttäuscht sein, dass ich damit schlecht hacken kann. Es ist nicht dafür gemacht. Und das muss ich vorher wissen, das muss ich vorher recherchieren und fertig. Oder ich habe jetzt ein 20-Euro-Messer in den Baumstamm reingehauen mit einem Stock und wie ein Steigbügel hergenommen und dann ist das Klump einfach abgebrochen. Scheiß Firma. Nein. Ja, man muss schon so ein bisschen nachdenken, wofür sind Messer gemacht. Ja? Und ganz ehrlich, das, was es tun soll, wo ich vorher schon sehe, ah okay, das ist ein kurzes, kompaktes Messer mit trotzdem super Grip, ja, zum Schnitzen, Schneiden, ein Speck bei der Brotzeit, zum irgendwas abschnitzen, ja, feine Feathersticks machen mit guter Kontrolle durch die kurze Klinge. Das macht das Messer wahnsinnig gut und dafür ist es auch gemacht worden. Aber jetzt kommt ein Kritikpunkt, der mich echt stört. Ich kann es schon vorwegnehmen, das ist seit Wochen mein EDC. Es ist jetzt frisch rausgekommen, wirklich ganz, ganz frisch vom Boot sozusagen. Ich durfte es halt vorher schon testen. Und es ist seit Wochen mein EDC, weil ich es geil finde. Aber... Jetzt mache ich es spannend, gell? Sorry. Dieser Clip, dieser Gürtelclip, der ist meiner Meinung nach völlig fehl am Platz. Und ich erkläre euch warum. Es gibt diese Form von Gürtelclips häufiger. Aber die sind meistens, scheiß Viecher, sind meistens an Taschenmessern, an Klappmessern befestigt. Und das ist übrigens das Odenwolf Cultro. Auch dafür findet ihr natürlich auf meinem Kanal bald, vielleicht habe ich es ja schon hochgeladen, keine Ahnung, findet ihr natürlich auf meinem Kanal ein Review. Hier haben wir fast dieselbe Form von Gürtelclip. Und
Der geht in die Hosentasche rein, zum Beispiel, ja, außen an der Tasche dran. Aber dann liegt der Schwerpunkt des Messers, ja, liegt in der Tasche drin. Sprich, hier kommt die Tasche rein, ja, und dann hängt es in der Tasche drin. Das heißt, der Schwerpunkt ist unten. Bei diesem Messer ist der Schwerpunkt, nämlich der Griff, es ist grifflastig, ist dann oben, das heißt außerhalb der Tasche. Ich zeige es euch jetzt mal hier so. Okay, ich habe hier, nehmen wir mal das Handy raus, ich habe hier meine Hosentasche. Und wenn ich jetzt ein Klappmesser habe mit diesem Gürtelclip, dann clip ich den meistens an meine Tasche dran. Aber der Schwerpunkt, der komplette Stahl und das, was schwer ist, die sind in meiner Tasche drin. Sprich, das hängt in die Tasche rein, sozusagen. Ja? Und nur ganz, ganz wenig vom Messer schaut raus. Und ich kann es dann so ziehen. Beim Gürtel das Gleiche. Wenn ich das jetzt so festmache, auch sowas würde ich niemals machen, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Aber bei diesem Messer jetzt, ja, wenn ich das mir jetzt hier so reinstecke, hängt der Schwerpunkt vom Messer aus der Tasche raus. Und nur dieses kleine, kurze Stück vorne, dieses dünne Stück, ist geschützt in der Tasche drin. Beim Gürtel das Gleiche. Wenn ich es mir jetzt an den Gürtel mache, an den Gürtel stecke, ja, dann ist es schön und gut. Aber da brauche ich ja nur mal wo hängen bleiben und sofort, ja, fliegt mir das Messer runter. Im Gürtel genau das Gleiche. Ja, das ist nicht wirklich sicher, weil der schwerste Teil vom Messer nach oben raussteht. Wenn man das jetzt wirklich so hätte machen wollen, mit diesem Gürtelclip, hätte man Folgendes machen müssen. Und zwar ein Gürtelclip machen, der sich hier nochmal so nach unten rumkrallt, sozusagen. Nicht, der hier so nach oben rausgezogen werden kann, sondern man hätte dieses Ding hier noch so umbiegen müssen, sodass das Messer nicht nach oben weg kann. Ja, dann wäre es wenigstens ein bisschen sicherer. Aber so wie es hier gebaut ist, würde ich das nicht montieren. Das verliert ihr hundertprozentig. Weil selbst wenn, weil ich weiß nicht, wer das durchgewunken hat. Das ist ein geniales Ding. Ich finde das wirklich geil. Das ist jetzt wirklich seit Wochen mein EDC. Ich bin total verknallt in das Ding. Aber dieser Gürtelclip, also der ist einfach an diesem Messer hier völlig fehl am Platz. Aber ich habe natürlich eine Lösung parat für euch. Und zwar, was kann man da dagegen machen? Erstens, ihr könnt natürlich einfach hier ein Paracord durchfädeln oder eine Kugelkette und das Ding wie ein Neckknife tragen. Das ist zwar für ein Neckknife relativ groß, aber das geht. Auch das habe ich schon gemacht. Oder ihr macht es wie ich hier. Ich habe hier so einen schmalen Taglock dran gebaut. Ganz easy. Ja, drückt man hier, die Spange geht auf. Ja, und dann kann man es wieder zuklippen. Und ja, ich habe das jetzt so schon ein paar Tage so getragen. Und ich finde, das ist die sehr viel zuverlässigere Variante. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar ist es ganz, ganz easy. Ihr nehmt den Gürtel, macht das Ding auf, fädelt das Ding hier rein und snappt es zu. Und dann ist das Ding hier so dran, kann prima gezogen werden, hergenommen werden und dadurch, und schon geht es wieder rein. Zack, fertig. Und hier könnt ihr auch mal wo hängen bleiben, ohne dass das verschwindet. Es trägt kaum auf und ihr habt dann ein cooles, feststehendes, kleines, kurzes Messer. Natürlich kann man es auch quer hinten drüber tragen, Scout Carry Style, nach unten gedreht.
Das ist ja der Vorteil bei diesen Taglocks, dass man die halt so drehen kann und so montieren kann, wie man sie braucht. Ich habe noch eine Version, da habe ich jede Form von Clips weggemacht, mir hier eine Paracord-Schnur durchgefädelt und mir hier so ein schönes Lanyard geflochten, immer hier 10 Snake Knots, eine Handbreit freilassen, 10 Snake Knots und so weiter. Das dann hier dran gemacht und hier eben so ein Gürtelhaken dran gemacht. Das heißt, man kann das ganz easy wie ein Geldbeutel sozusagen hier dran klippen und dann halt die Scheide, so wie sie ist, in die Tasche stecken und kann das dann so tragen. Ja, wie so eine Geldbeutelkette sozusagen. So trage ich es auch gerne. Ihr habt gesehen, ich persönlich bin großer Fan davon. Es ist klein, es ist kompakt, man hat trotzdem das feststehende Messer-Feeling. Das wirkt ein bisschen, wenn man es so sieht, ein bisschen lächerlich. Aber lasst euch nicht täuschen, das ist ein cooles Ding zum Schnitzen, für präzise Schnitte. Es ist kein Survival-Allrounder, mit dem ich alles machen kann und so. Hacken und Betoning geht natürlich eher schlecht. Warum? Weil es, wie gesagt, dafür nicht gemacht ist. Aber Odenwolf-typisch ist es auch nicht besonders teuer. Deswegen ein Blick wert, definitiv von mir einen klaren Daumen nach oben. Nur noch ein Tipp von mir, investiert die 6 Euro für so einen schmalen Taglock. Die gibt es auch breiter, nur das braucht ihr ja bei so einem kurzen Messer nicht. Kauft euch noch einen Taglock mit dazu oder macht es mit dieser Paracord-Schnur oder halt als Neckknife. Da habt ihr mehr davon, wie von dem Clip, der halt schon dran ist von Haus aus. Und das Beste kommt noch, natürlich gibt's mit dem Code PIPER10, ihr wisst ja Bescheid, gibt's wieder die üblichen 10% Rabatt im Shop. Der Affiliate-Link ist natürlich unter diesem Video, Leute. Da ich dieses Messer liebe, aber keine zwei davon brauche, werde ich wieder ein Giveaway starten. Und zwar könnt ihr dieses Messer, so wie ihr es hier seht, ich packe noch den Clip mit dazu, gratis, könnt ihr das Messer, so wie es ist, gewinnen. Ich drehe dieses Video jetzt gerade an keinem bestimmten Tag. Deswegen könnt ihr jetzt hier genau lesen, wann die Bekanntgabe des Gewinners ist. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz easy. Wieder meine drei Bedingungen für die Teilnahme. Kanal abonnieren, Video liken, in die Kommentare Hashtag Odenwolf und dann irgendeinen coolen Kommentar. Ja, und wer gewinnt, das erfahrt ihr dann an besagtem Datum. Naja, ihr habt es ja gerade gelesen. Also, für jeden, der es nicht gewinnt, schaut es euch an. Cooles Messer. Ich persönlich finde es cooler wie das Mora Eldris, weil es einfach ein bisschen mehr Grip hat. Ein bisschen einfach den schöneren Griff hat. Und dazu noch einen kleinen Feuerstahl. Und ihr habt hier noch ein Paracord-Loch hinten dran, ein für Lanyards. Finde ich geil. Und das Mora könnt ihr auch nicht so taktisch montieren wie das hier. Wie gesagt, auch am Rucksackgurt möglich. Das ist für mich das perfekte Rucksackgurtmesser. Eben, weil es so kurz ist. Aber gut, ich wiederhole mich. Also, bis zum nächsten Mal.